Ich kam nach Berlin zurück und plötzlich lag ein Telegramm da. Ich war also, kommen Sie sofort nach Berlin, nicht? Na, unterschrieb ihr Ullstein. Ich nahm also nächsten Sonderzug nach Berlin, erster Klasse. Fahrkarte wurde mir zurückerstattet. Und in 44 Stunden war man ja da, also in 3-4 Stunden, was das da war, man ja da. Ich ging also die 41 Treppen dann zum Verlag hoch. Ich war Kopf an das Arbeitszimmer von Herrn Ullstein. Ja, und ja, alles in Ordnung. Sie wollen doch Ullstein sprechen. Ich sagte ja. Die Tür ging auf, ledergepolsterte Doppeltür ging auf. Und Herr Ullstein persönlich erschien in der Tür. Und da fiel mir sofort auf, dass Herr Ullstein einen doppelt ledergepolsterten Mantel anhatte. Und Sie wollen doch Ullstein, ich sagte selbstverständlich. Können Sie uns den Othello spielen? Ich sagte, ja, das ist. Im Nu war ich damals in ganz Berlin bekannt. Es war zu dieser Zeit ja nicht einfach. Ich trat nun zunächst im Kümmelhaus auf, einem großartig angelegten Theater mit Chansonetten, Sopranetten, wenn auch vielen doch nicht prophylaktischen Schauspielern. Hitler war ja an der Macht. Kommen Sie sofort nach München. Na, ich las das Telegramm durch. Hitler ist auf der Flucht. Ich sag, das kann nicht angehen. Na, ich reiste sofort ab nach München und so kam es, dass ich in sehr viel wenigeren Tagen, als ich dachte, die Oper der Schlaumeier, später in Wien, bis ein Bekannter von mir, den ich, so viel ich mich entsinnen kann, später in Paris wieder traf, sagte, ist eine große Schweinerei, dass dieser Hitler an der Macht ist. Ich sag ja, Gott, das ist mir bekannt, das ist unerhört. In wenigen Tagen war ich bei der BBC in London und habe dort dann den Dreiakter, der Baron und die damals noch nicht bekannten 5 Iphigenien zusammengestellt, damals noch mit Hanf Stengel, der auch auf der Flucht war, für das Gewandhausorchester in Linz neu inszeniert. Nicht? Und so kam das alles, nicht?